Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja Leute, wir haben Montagmorgen 8.42 Uhr. Ich habe Mittagsschicht diese Woche. Ich konnte aber einfach nicht mehr pennen. Bin zwar müde, aber konnte nicht pennen. Von daher dachte ich mir, komm, machst du mal ein, zwei Stündchen ein bisschen Rust. Natürlich war es mal wieder dunkel, wo ich eingeloggt habe. Von daher war ich gerade draußen und habe hier ein bisschen die Bäume weggemacht, die bei uns stehen. Obwohl, ich kann hier eigentlich ein bisschen was auch drin lassen. Eine Reihe. Können wir das nämlich auch nochmal anschmeißen hier. Schmeißen wir das auch noch an hier. Ja, gestern habe ich nicht mehr weitergespielt. Einfach kein Elan gehabt. Noch ein bisschen mal 7 Days am Mod gearbeitet und sowas. Von daher. Also letzter Stand war auf jeden Fall, wir wollten Scram gehen. Das werden wir jetzt auch machen. Das sollte jetzt auch langsam hell werden. Perfekt. Ihr hört, der komische Dropheli ist am Stissel. Ansonsten hat sich ja natürlich auch dann nichts verändert jetzt, ne? Wir brauchen quasi alles. So, ein bisschen Brennstoffen wäre nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme das mal mit. Das ist zwar nicht viel, was wir haben, aber das können wir da eigentlich mal kurz reinballern. Eigentlich ausquemmen. Ach komm, wir brauchen jetzt nicht unbedingt Schießpulver. Vielleicht können wir noch mal irgendwie ein paar Kürbisse organisieren und dann können wir das auch legen. Was wollte ich denn jetzt hier? Denn das Öl wollte ich. Mann. Na, 70. Naja. Besser wie nichts. Das Stromzeug scrappe ich auch erstmal. Aber ich habe mir überlegt, Online-Raid, da wird der kaum mal durch die Türen gehen. Die werden sich doch zu 110% hier reinspringen. Das sind 4C4, das ist jetzt nicht die Welt. Von daher würde ich diese Dreiecke gerne noch aus High-Quality-Metall machen. Die Wände hatte ich ja schon noch aufgewertet, wie ihr seht. So, dass sie dann halt entweder durch die HQ-Decke gehen oder halt echt durch die Türen gezogen werden. Ich denke, das ist auf jeden Fall noch ein Schwachpunkt hier. Gut, ist jetzt nicht die Welt, was wir haben zum Scrabben hier. Wir hätten, könnten natürlich auch erst nochmal eine Loot-Runde drehen, aber scheiß drauf. So, ein bisschen Muni haben wir. Ich habe keine Erze mehr, ich brauche auf jeden Fall Eisenerz. Ihr seht, da liegt schon so vor Eisen rum. Aktuell online 6 Leute, 95 Sleeper. Ein Bot. Nur mal als Info für euch. Scheiß drauf, komm, wir gehen erstmal rein. Das heißt ja nicht unbedingt was, dass nur 6 Leute online sind. Hat er jetzt eigentlich was gedroppt? Ja, wie immer am Klärwerk. Sein Ernst, ey. So langweilig. Was das soll, weiß ich auch nicht. Also, das müssen sie echt mal ändern. Das wird irgendwie einmal festgelegt und das war's. Na gut, werden wir mal ein bisschen Gas geben, scrappen eben, schmeißen das rein und dann gehen wir dahin. Ja, haben wir wahrscheinlich wieder eine schlechte Posi, weil
wir so spät kommen, aber wir probieren es dann einfach. Wir gehen dann auch direkt runter. Okay. Och, geil. Läuft ja bei uns. Alter, sind Schilde. Ich dachte, da steht einer. Es ist soweit, Leute. Hier wollte ich sie einbrennen. Ach, scheiß drauf. Also, wie gesagt, wenn da einer ist, der braucht eine Viertelstunde. Geht ja alles schneller, von daher. Karten nehmen wir natürlich immer mit, die können wir natürlich auch noch. Oh, Feder ist auch sehr geil, braunen Federn. Vertickern. Ja, im Hinblick auf C4, so könnte man natürlich auch was aufheben. Von dem Technikschrott, aber aktuell brauchen wir halt erstmal Scrap Attack. Ja, wenn wir jetzt Python können, müssen wir natürlich auch ein paar Rohre mitnehmen. Und wenn wir jetzt noch Federn gefunden haben, können wir auch ein paar Pythons machen. Also. Werde ich die Rohre auch erstmal behalten. Habe ich irgendeine Kiste übersehen? Die habe ich. Wie gesagt, ich werde es erstmal weghauen. Erstmal ist das Scrap-Zeug mir wichtiger. Halt auch im Hinblick, wie gesagt, der Server läuft auf jeden Fall bis Samstag. Alles, was danach ist, steht noch nicht fest. Vielleicht wipen wir nochmal, weil wir werden auf jeden Fall einige Sachen noch ändern. Was den Offline-Rage-Schutz anbelangt, den würde ich ganz gerne auf 24 Stunden verkürzen. Aber da muss natürlich noch eine Umfrage zu her und so weiter und ja. Ob wir dann Blueprints wipen oder nicht. Und ob wir wipen, also ich würde eigentlich nicht unbedingt wipen wollen, aber muss man mal abwarten. Weiß halt nicht, was ich euch bis dahin halt zeigen kann. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier mal so 2-3 Stündchen habe, ich denke mal, das werde ich noch 1-2 mal haben in der Woche. Aber wie gesagt, jeden Tag geht bei mir auch nicht. Das können wir knicken. Ja, warum hast du das Holz denn nicht mit reingemacht, was du brauchst, du Birne? Von daher, ob wir einen Raid überhaupt hinkriegen, weiß ich nicht. Da müssen wir auf jeden Fall Werkbank 3 haben. Ob ich das hinkriege, weiß ich noch nicht. Ich werde jetzt Garagentor leeren, werde ein paar Garagentore dann bauen. Natürlich nochmal super geil ist für besseren Schutz beim Online-Raid. Oder auch offline. Und ihr seht's ja, also ich. Ja. Die Zeit, die Zeit. Aber macht nichts. Ist alles gut. Also. Ich habe bisher jede Menge Spaß gehabt hier. Ich habe auch mal geguckt. Ich bin von den Kills sogar im oberen Bereich mit dabei. Klasse, hier so 3-4 Leute auf dem Server, die extrem abgehen. Aber ich bin auch erst zweimal gestorben. Also wurde zweimal getötet. Die aber gar nicht gezählt haben, weil ich mich gekillt habe vorher. Weil es schnell gehen musste. Also habe ich noch 0 PvP-Tode stehen. Ich habe natürlich 2. Das sieht man ja dann, wenn man unter draufklickt, sieht man ja, wo man sich selbst gekillt hat. Und wenn ich mich selbst gekillt habe, war es quasi ein PvP-Kill. Ansonsten habe ich 7 getötet. Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber unser Verhältnis ist auch in Ordnung. Ich muss mir jetzt echt mal merken, wo ich jetzt Dank geben muss, um unten rauszukommen. Ich glaube hier, oder? Ne, hier komme ich wieder nach oben.
Hier gehe ich runter. Nervig. Alto Belli, ey. Hier unten der, glaube ich, oder? Nee, jetzt bin ich doch hier oben. Das ist der Schreibtisch. Ach, weißt du was? Leck meinen Arsch, ey. Bin ich zu müde dazu. Ja, bitte ich natürlich zu entschuldigen, Leute. Ihr wisst, bei mir ist müde Dauerzustand irgendwie. Selbst jetzt, wo ich Urlaub hatte, ey. Konnte nicht einmal irgendwie mal mehr wie 3-4 Stunden am Stück schlafen. Super nervig. Wird sich jetzt wahrscheinlich wieder ändern, wenn der Stress auf Arbeit da ist. Na, jetzt bin ich doch unten, Alter. Das Spiel will mich echt trollen, ey. Was ist denn los hier? Taucherbrillenalarm oder was? Keine Ahnung, soll es irgendein Hinweis sein? Den ganzen Taucherzeug hier? Gut, schauen wir mal, was wir nach Hause kriegen. Das war kein Bot. Was riskieren im vollen Zustand? Wo ist er? Ach scheiße, lass ihn laufen. Das Garagentor ist mir zu wichtig, Leute. Wir ballern es nur rein, dann gehen wir hinterher. Der geht auch zur Kiste. Weiß nicht, was er jetzt bei hat. Er sah nach Waterpipe auf jeden Fall aus. Wahrscheinlich Python oder sowas. Wäre jetzt der Mega-Schütze, hätte ich ihn natürlich jetzt wegmachen können von hinten, aber. Das sehen wir nicht, da machen wir uns nichts vor, ne? Machen wir uns nichts vor. So. Den nehme ich mal mit. Erwartungen habe ich keine, dass irgendwas klappt. Ich überlege gerade, nehme ich nochmal. Na komm, ich gehe nochmal schnell rein. Ich nehme nochmal 2 Spritzen mehr mit. Ich nehme mir so ein First Aid Kit mitkommen. Davon haben wir 2 rumliegen. Perfekt. Sehr gut. Ja, ich nehme das Gewehr mit, statt den Python. Was soll das? Was soll das? Jetzt mal die HP voll, Junge. Was ist los mit dir? Ich glaube, ich laufe rechts rum. Lass mal von der rechten Seite reingehen. Man glaube, wir könnten uns mal eben hier anschleichen. Vielleicht hockt da ja einer, wo wir mal gehockt haben.
Der hat eine Granate, ey. Muss er sich verraten? Sind da noch genau in unsere Richtung, der Kackvieh. Dann gehen wir hier rein. Ich wollte eigentlich nur einen weitergehen. Hier immer doch viele Bots rumeiern. Kiste da oben. Aha, der ist also auch hier lang gegangen. Die Kiste auch noch mit gelootet. Alter, diese verkackten Feigenschweine, ey. Oh Mann, ey. Hab ich in der verkehrten Butze gespawnt, ey. Ja, wir gehen auf jeden Fall nochmal hin. Ich war zu nervös, ich hab's gemerkt. Leute. Gönn dir eine Spritze, habe ich gesagt. Ja,
Er muss ja erst hinter uns gehockt haben, oder da ist noch ein anderer. Hier durch den Haupteingang geht's. Versuche es zumindest. Einfach zu schlecht. Muss man einfach so sagen. Zu viel Adrenalin am frühen Morgen für meinen Körper. Okay, ist auf jeden Fall noch da, ist auf jeden Fall noch Action. Alto Belli, ey. Die Kiste ist jetzt gleich auf, ich muss raus. Auf. Oder ist schon auf und er war schon dran, hat wer was drin gelassen. Wo? Über uns, ne? Alter, zwei Hits oder was? Ey, gönn dir, ehrlich, ey. Lächerlich. Wenigstens die richtige Butze, ey. Jetzt habe ich noch niemals irgendeine billige Waffe, die ich mitnehmen könnte. Also noch ein Gewehr muss ich da nicht liegen lassen.
weißt du was, ich mach das so. Scheiß drauf. Mann, Mann, ich dachte halt, das sah so aus, ob er runterspringt. Deswegen dachte ich, nimmst die Doppelläufige, läufst einmal rum. Ja, keine Chance. Bin ich einfach zu schlecht für. Kiste wird wahrscheinlich schon auf sein jetzt. Ich konnte die Zeit aber auch nicht sehen. Ja, ja, Leute. Halbe Stunde sterben ist Folge. Naja, was soll das Zeug in der Kiste liegen, wa? Kann. Ah, die Kiste war wahrscheinlich schon auf jetzt. Trügerische Stille. Der erste Fight war noch in Ordnung, der zweite war schlecht von mir. Ist es auf. Hä? Doch nicht auf. Wieder hier.
sie gerade war besser. Hier ist ja ganz kacke. Mann, Mann, Mann. Noch runter. Wo ich die nicht genau erkenne, ich erkenne was, was runter tickt. Weiß grün, hast grün nicht auf? Oh Mann, ey. Was soll's? Dann gehen wir nochmal drauf. Ich muss gucken jetzt, ob die auf ist oder nicht. Aber warum sollte ich auch abhauen, wenn sie nicht auf wäre? Naja, ist auf. Obwohl, komm, können wir scrappen. Naja, naja. Nehme ich die Waffenkiste noch mit hier. Ja, da ganz hinten ging noch ein Airdrop runter, aber ich habe keine Ahnung wo. Keine Ahnung wo. Ja, keine Glanzleistung, Leute, ich weiß. Einfach zu schlecht. Der erste Fight war in Ordnung. Da war ich einfach zu nervös, deswegen habe ich nichts getroffen. Oder einmal oder was, ne? Ah, genau, bleib mal mitten auf dem Feld stehen, Alter. Alles gut. Doch, im Fuß und Kopf habe ich so. Auf 28 habe ich ihn sogar geschossen gehabt. Oder was? Ja, habe ich. War es ja nicht gar nicht ganz so schlecht. Ja, da Python habe ich gar nicht getroffen. Zwei Stück. Na gut, der erste war Heady. Direkt auf 30 runter, Alter. Respekt. Respekt. Naja, so ist es. Jo Leute, ich werde jetzt mir erstmal eine Picke schnappen. Sonst werde ich aber nicht aufnehmen. Nehme ich auch nur einen Python mit. Wo ich die Muni noch gar nicht gelernt habe. Ich müsste eigentlich erstmal die Muni lernen. Und das Garagentor lernen. Das mache ich auch. Ich lerne das Garagentor, die Muni. Aber erst wenn es dunkel ist. Ich nehme jetzt einfach nur eine Picke. Nehme Crossbow und Nailgun. Und guck mal, dass ich hier ein bisschen Eisenerz mitnehme. Vielleicht nochmal zwei Steine. Brauche ich nochmal. Das sortiere ich in der Nacht ein, das passt schon.
Obwohl so Kiste 1, wenn so ein Online-Raid stattfindet, wer weiß, komme ich nicht mit nach hinten. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, alles andere wie immer in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.